Bianca Sobig und bin Kfz-Technikermeisterin. Meine Meisterprüfung habe ich erfolgreich 2015 abgeschlossen. Mein Name ist Sarah Karlsson und ich habe 2012 meine Prüfung zur Tischlermeisterin bestanden. Ich heiße Anne Lippeck, bin 29 Jahre alt und habe 2015 meinen Meister als Maler- und Lackierermeisterin gemacht. Mein Name ist Katja, ich bin 34 Jahre und habe 2006 meinen Meister als Elektrotechnikerin gemacht. Durch unseren Familienbetrieb hatte ich natürlich nach meiner Ausbildung einen Trumpf im Ärmel, direkt einen Job zu bekommen. Ich habe die Ausbildung nicht im elterlichen Betrieb gemacht, ich habe die Ausbildung in Krefeld gemacht. Die Selbstständigkeit, Familie und Kinder unter einen Hut zu bekommen, das ist manchmal ganz schön anstrengend, das zu kombinieren, hier die beiden und dort. Wir sind nämlich ein super Team. Mhm. So ein Tagesablauf ist in der Regel straff getaktet. Ohne Freunde und Familie wäre das oft nicht machbar. Durch meine Eltern und einen befreundeten Malermeister bin ich zu meinem Traumberuf gekommen. Mir war sofort klar, dass es nur dieser Beruf sein soll. Warum ist das mein Traumberuf? Ich würde sagen, weil ich meine Kreativität ausleben kann. Ich kann das eigentlich machen, was mir am meisten Spaß macht. Was mir am meisten an meinem Job gefällt, dass ich tagtäglich mit meinen Händen arbeiten kann, jedes Mal eine neue Herausforderung habe und Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Point is Kosse, Sobig am Apparat. Sofort! Wie die Kunden reagieren, wenn die mich in der Werkstatt sehen? Erstmal total erschrocken, fragen mich, ob ich das überhaupt kann, selbst bei einem Glühbirnchenwechsel. Und dann sage ich, wenn eine Meisterin das nicht kann, wer dann sonst? Tischlern fand ich immer schon spannend. Aber dass ich wirklich dort gelandet bin, am Anfang aus Trotz. Und dann habe ich den Job kennen und lieben gelernt und ich möchte nichts anderes mehr machen. Kumpel von mir hat Tischler gelernt und hat gesagt, das ist nichts für Mädels. Und das konnte ich so nicht stehen lassen und wollte es ausprobieren. Ich habe ein Praktikumsjahr gemacht und war so begeistert, dass ich im Anschluss in die Lehre gegangen bin. Das Interesse für Technik habe ich quasi in die Wiege gelegt bekommen. Schon zu meinen Schulzeiten bin ich immer mit meinem Vater unterwegs gewesen und habe ihm über die Schulter geschaut. Ich habe mich direkt selbstständig gemacht und das stand für mich auch fest mit dem Meister. Das erste eigene Geld war glorreich. Ich liebe es, wenn ein Auto, das zur Reparatur kommt, danach wieder so läuft, wie es sein sollte. Und man die kuriosesten Fälle erlebt. Warum ich meinen Meister gemacht habe? Um mir und der Männerwelt, den Chefs, den Arbeitskollegen, meiner Familie aber auch und den Freunden etwas zu beweisen. Ich wollte selber für mich in Erfahrung bringen, ob ich dieser Herausforderung gewachsen bin. Man lernt nie aus. Was ich als Ausgleich zum Job mache, oft fahre ich mit Inliner nach der Arbeit durch die Natur und lasse mir den Wind um die Nase wehen. In diesem Beruf kann ich meine komplette Kreativität ausleben. Man hinterlässt ein Bild, was einzigartig ist. Ich würde anderen Frauen im Handwerk raten, ihren Meister zu machen und sich in der Männerdomäne ein bisschen mehr hervorzuheben. Der Meister ist für mich nicht nur so ein Titel. Eine höhere Qualifikation haben wir im Handwerk nicht. Und ich kann doch nur gute Arbeit machen, wenn ich auch weiß, was ich da tue. Jungfrauen im Handwerksberuf. Glaubt an euch und haltet an eurem Ziel fest. Es lohnt sich.